Moin und Waldmanns Hall. Ja, gestern das Thema, das war schon hochinteressant. Und was heute auf uns zukommt, das ist ein bisschen jetzt. Heute geht's los mit Waffen, Theorie, das heißt Munition, Ballistik, Basics zu den Waffen und dass die Jungs dann morgens erstmal schießen gehen können. Cool, dann freuen wir uns auf. Dann bleibt dran, bis gleich. Ja, angefangen mit der Jagdwaffenkunde haben wir mit Plankenwaffen. Wie zum Beispiel das Weitbesteck, was hier zu sehen ist. Danach ging es zügig weiter an Schusswaffen und Feuerwaffen, wie zum Beispiel hier mit dem Trilling, mit seinem Rückstecher oder auch französischer Stecher genannt. Nach dem Trilling kam dann die Repetierbüchse im Modell 98 an die Reihe. Danach sind wir auf Besonderheiten der Jagdwaffen eingegangen, wie zum Beispiel hier zu sehen den Choke. Und was der mit unserer Schrotgabe macht. Auch Verschlüsse, wie hier zu sehen der Radialbundverschluss, kamen an die Reihe. Darüber hinaus haben wir verschiedene Kurzwaffen kennengelernt, Munition, und hier hat Tim uns die verschiedene Munition für Langwaffen gezeigt. Der Aufbau der Patrone wurde besprochen und wir haben angefangen, etwas über Ballistik zu lernen. So Leute, ihr seht es hinter mir, Tür ist zu, heißt für heute Feierabend. Ja, Tim hat uns ziemlich viel über Waffen beigebracht, fing an über blanke Waffen, lange Waffen, Kurzwaffen, dann dazugehörige Munition, Ballistik etc. Ja, war ein langer Tag, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Däumchen. Bis moin, euer Jagdblick.